Hier wohne ich. Papa, bist du zu Hause? Es war den Versuch wert. Es wird nie mehr so sein wie früher, oder? Die gehört mir bereits, glaube ich. Fenster hat schon Loch drin. Ich kann unsere Küche sehen. Wow. Hallo? Jemand zu Hause? Wenn es doch so einfach wäre. Hast du keinen Stein mit? Auch mit Gewalt werde ich hier nicht weiterkommen. Wenn es doch so... Der Wald hat Dunsinane erreicht. Genau, damit komme ich dem Unkraut bei. Oha, das ging aber schnell. Kellerfenster. Das gehört mir schon, glaub. Oh nein, es klemmt. Auch das noch. Zum Glück haben wir eine Zange dabei. Nein, die... Zum Glück haben wir... Oha. Es klappt. Und da wären wir wieder. Der uralte Eisenofen. Hallo, alter Ofen. Zeig mal, wie dick dein Finger schon ist. Willst du mich so üben? Dann musst du dich sehr weit reinbeugen. Oh, nein, lieber nicht. Fantastisch. Das schaffe ich nicht. Oha, okay, jetzt haben wir den Ofen. Ich habe dunkle Änderungen dran, dass wir da was machen mussten. Das war da irgendwas noch. Hey, das ist doch das Holz aus der ersten Rückblende. Hallo, ihr Scheite. Bekommt man in der Nähe zum Ofen nicht ein wenig... Was? Hier ist ein Ofen? Wo? Wo? Paranoia? Nein, ich will die Spinnen nicht wecken. Mir ist nicht wirklich kalt. Ob das an den Medikamenten liegt? Tja. Farbdosen. Ein sensationelles Sortiment an saftigen Sommertönen. Habt ihr Orange gesehen? Der ist ausgebüxt! Ich habe keine Zeit für ein Gespräch mit... Nutzlosigkeit im Glas. Ein alter, langweiliger Karton. Hallo, alter, langweiliger Karton. Ich habe nie verstanden, was strahlend weiße Tücher im Kohlenkeller machen. Seid ihr aus reiner Wolle gewebt? Typisch. Die saubersten Tücher haben das dreckigste Lachen. Das habe ich früher immer getrunken. So sieht's aus. Du kratzt im Hals. Das war schon vor... Die waren schon vor... Die ist so haltbar, dass Mattis sie immer als Wundsalbe benutzte. Keine Zeit für Blablabla mit Rhabarber. Ich glaube, mittlerweile sind sie mit dem Regal verschmolzen. Ja, können wir durch die Tür? Oh ja, wir können. Die Spüle. Hier habe ich immer Popelweitschnipsen gespielt. Wie soll ich hier je alles sauber bekommen? Lass es doch einfach, wie es ist. Dreckig macht lustig. Meinst du? Die ist so dreckig, die macht Geschirr schmutzig. Kenne ich. Das Wasser wurde hier wohl abgestellt. Oh weia. Wie will sie dann hier... Eine über 10 Jahre alte Pilzsuppe. Sie ist das Einzige, was in diesem Haus noch lebt. Sieht generell nicht nach einem Ort aus, wo sie irgendwie... wo sie lange überleben kann. Hallo, 10 Jahre alte Pilzsuppe. Ich bin wieder da. Willkommen zu Hause, Edna. Es ist immer schön, alte Bekannte zu treffen. Boah.
Hui. Schmeckt bestimmt lecker. Bah, nicht nochmal. Hui. Wenn ich umrühre, befreie ich damit Millionen giftiger Sporen. Das spare ich mir lieber für meinen Geburtstag auf. Was hältst du davon, Harvey? Das toxikologische Experiment deines Vaters ist ein voller Erfolg. Wenn er es doch nur miterlebt hätte. Eine Pflanze. Ja, du bist eine gute Pflanze. Eine schöne Pflanze. Ich wachse auch ohne deine Aufmunterungsversuche. Wirklich? Wer hat die nur all die Jahre gegossen? Tja. Salon. Oha. Ein Gemälde. Ich erinnere mich an dieses Gemälde. Es zeigt die Landschaft aus der Wurstwerbung. Ah ja, Rügenwalder. Die Rügenwalder Mühle. Guck mal, Harvey. Unser altes Gemälde. Die Plünderer wollten es wohl nicht. Ich kann nicht. Der Anblick lässt mich verstummen. Papa brauchte den ganzen Tag, um es genau gerade hinzuhängen. Ich brauchte nur Sekunden, um es zu verrücken. Oh, weil. Wir waren ein eingespieltes Team. Nein, dahinter ist kein Tresor. Ein Tisch. Der alte Mahagonitisch. Wie schön er damals glänzte. Erinnerst du dich noch? Ich wollte nie meine Thunfischsuppe essen. Wie könnte ich das vergessen? Du hast sie gesammelt, aufbewahrt und dann eine super Wasserbombe damit befüllt. Alfred hat noch Wochen später gestunken. Ich kann mich jetzt nicht setzen. Die Zeit wird knapp. Können wir die Verandatür aufmachen? Das ist bereits meine, glaub. Die klemmt. Schade. Fenster. Ich lasse es lieber zu. Da draußen ist es dunkel. Es zeigt mir, was sich außerhalb dieses Hauses befindet. Dunkelheit. Pflanze, Haustür, Mäntelspiegel. Mhm. Hier ist alles tot. Außer du, Edna. Kannst du mir sagen, wo der Kompost ist? Ich bin der Kompost. Oh. Wozu? Die Pflanze ist tot. Guck mal, Harvey. Eine von Mattis Topfpflanzen. Welche Ironie. Früher hat sie mich zu Tode gelangweilt. Und nur eine Langeweile später ist sie tot. Ist ja fantastisch. Da muss niemand mehr nachhelfen. Sie ist im Pflanzenhimmel. Da fällt mir ein. Zählen auch Radieschen die Radieschen von unten? Kann sein. Nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. Na, aber du sollst ja mit der Tür aus dem Haus fallen. Zu. Ein Schlüssel steckt drin. Diese Tür wurde... Meinst du, hier kann man reinkommen, Harvey? Wie denn? Wir selbst haben es ja auch nicht geschafft. Und wir sind die Experten, oder? Hallo? Mäntel des Schweigens. Mattis Mantel war schon damals zerlumpt. Meine Klamotten dürften alle oben bei mir im Zimmer sein. Ein Spiegel. Guck mal, Harvey. Das bist du. Ja, aber ich dachte immer, ich sei ein Wolf. Das bist du doch im Herzen, Harvey. Der ist so staubig. Ich kann mich gar nicht sehen. Edna ist Vampir. Hallo? Ist Edna da? Sie kommt wohl heute nicht mehr raus. So, dann gehen wir mal hoch.
Arbeitszimmer, Bad, Schulzimmer nach oben. Oha. Willst du mir etwas sagen, Edna? Deine Schuld, deine Schuld, deine Schuld. Ah, nein, hör auf damit. Hey, das ist ja ein Bild von mir. Ich habe es meinem Vater geschenkt und es sollte auch bei ihm bleiben. Ich sehe ein Feuerzeug. Flim, flam, funkel, Licht ins Dunkel. Mein Vater hat mir früher immer verboten, damit zu spielen. Aber ich kann ihn nirgendwo sehen. Das hätte man früher gebrauchen können. Sie gehört auf das Pult meines Vaters. Sekunde, doch bestimmt. Ich zünde sie für Mattes an. Später. Oh. Und Feder mitnehmen? Hier in seinem Arbeitszimmer steht sie genau richtig. Ich lasse lieber ab. Das war die Schrei... Ach, Mattes. Durch dieses Fenster lässt sich der Mond sehen. Damals wie heute. Im Bad. Der lässt sich nicht abnehmen. Der Hahn meiner alten Badewanne. Der lässt sich nicht abnehmen. Nicht so eine Art von Hahn. Ich erinnere mich gar nicht mehr, dass meine Badewanne ein Cabrio war. Blub. Offenbar lassen meine Fähigkeiten als Geräuschimitator nach. Ein Spiegel. Der ist so staubig. Ich kann mich gar nicht sehen. Hallo? Ist er... Okay, das kennen wir schon. Das Wasser ist wohl abgestellt. Da habe ich mich immer ums Zähneputzen gedrückt. Hallo? Jemand zu Hause? Nein. Diese kleine Flamme der Hoffnung soll nie erlöschen. Mensch, Harvey! Harvey. Schulzimmer. Oha. Schnell raus hier. Moment mal. Da draußen ist ja nur Wald. Das heißt, ihre Erinnerung von der Schulzeit war falsch. Wo ist der Jahrmarkt, von dem du mir erzählt hast? Der ist wohl weitergezogen. Und der Eisladen? Muss zugemacht haben. Und der See? Umgekippt. Das gehört mir schon, glaube ich. Moment mal. Oha. Der Schrank, vielleicht ist der Mantel noch drin. Den will ich nun wirklich nicht. Nein! Ich meine, nein. Herr Horadusch, Herr Horadusch. War der nicht immer viel größer? Oder du kleiner? Darf ich kurz stören? Nein, ich bin beschäftigt. Ich räume später um. Hey, ich erinnere mich. Die war der Star im zweiten Flashback. Ah, ja. Bin ich Atlas oder was? Hallo, Welt! Hörst du mich? Geh aus der Leitung. Ich rede gerade mit Venus. Erst mein Gedächtnis, dann die Welt. Okay. Nach oben. Ich kann die Straße sehen. Ist das Blaulicht da in der Ferne? Okay. Ihr bekommt mich niemals! Das ist schon meins, glaube ich. Nein,
Der Sims war schon früher zu schmal für mich. Da draußen ist alles ruhig. Wir sind endlich zu Hause, Harvey. Lass uns dein Zimmer finden. Dann haben wir es geschafft. Das haben wir direkt hier. Die Pflanze scheint noch zu leben. Vielleicht ist doch noch nicht alle Hoffnung verloren. Erinnerst du dich an diese Vase, Harvey? Na klar. Da haben wir immer unsere Kaugummis versteckt. Die Tür. Diese Tür wurde lange nicht benutzt. Klopf, klopf. Glaubst du etwa, ich falle darauf herein, Edna? Nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. Zu. Okay, wie kommen wir da jetzt rein? Ist das hier... Ja, das ist sie. Ich kann es kaum erwarten, unsere ganzen alten Sachen wiederzusehen. Wie kommen wir da jetzt rein? Schade. Ich kann sie jetzt bekritzeln, wann immer, aber das muss warten. Erst muss ich auf die andere Seite gelangen. Nie wieder gepolstert. Das hat schon früh... Das ist die letzte Kerbe. Nein. Hier regnet... Schade. Da steckt nichts drin, was ich damit rausholen könnte. Ah! Sekunde. Wir müssen uns einen Schlüssel holen. Können wir das von innen machen? Da steckt nichts drin, was ich damit... Okay. Sekunde. Wollen wir den Mond anzünden? Nein, Harvey. Wir sind ganz normale, geistig gesunde Durchschnittsbürger. Dr. Marcel ist derjenige, der verrückt ist. Und das werden wir beweisen. Und wenn wir es bewiesen haben? Ja, dann können wir den Mond anzünden. Yippie! Errungenschaft freischaltet Mondleuchter. Fantastisch. Dass es dafür eine Errungenschaft gibt. Aber ich frage, wollen wir den Mond anzünden? Das muss einfach. Gute Idee. Prima. Ich habe die Reste des zerbrochenen Schlüssels. So, und ich habe, glaube ich, schon so ungefähren Plan. Zerbrochene Hausschlüssel. Können wir den in den Topf stecken? Und ist doch schon mal gemacht. Das klappt so nicht. Nein, so würde das gar nichts bringen. Sekunde. In den Ofen und damit ein... Ein bisschen Lehm irgendwie, oder das war... Wie machen wir das jetzt? Können wir den wieder einschmelzen? Okay, vielleicht hilft das ja weiter. Goldschlüssel im Topf. Eigentlich eine gute Idee. Der Ofen ist nur leider aus. Gehen wir doch bestimmt mit dem Feuerzeug an. Mal gucken, was noch in dem alten Kessel steckt. Hurra. Schmelzen wir Generalschlüssel ein. So leid es mir tut. Ich muss den Generalschlüssel wieder einschmelzen. Auweia. Damit das ja nicht... Kinder, das Gold ist fertig. Und jetzt... Brauchen wir eine Tonform. So kann ich den... Wo kriegen wir Ton her? Ich glaube, diese Tonne ist unträglich. Diese Wunde muss... So kann ich den...
tun, Erde. Sie haben Schuppen, im Schuppen. In die Handschuhe füllen. Das klappt so nicht. Die Scherben. So ist er vielleicht nach all den Jahren doch zu was nütze. Yay. Tonscherben. Können wir jetzt, ich brauche nicht mal die Komplettlösung dafür. Meine dunklen Erinnerungen. Nur damals haben mir geholfen. Ja, ich, aber das... Und die Erinnerungen, wie wir es in der Anstalt gemacht haben. So habe ich früher immer Golems geknetet. Ich erinnere mich. Die Golems haben dann Alfred Sandburg zertrampelt. Und wer was anderes sagt, der lügt. Aber ich glaube, ich kann jetzt auch ein wenig Matsch gebrauchen. So, Matsch, den brauchen wir, glaube ich, müssen wir hier einmal im Ofen. Der Uralte. Daraus können. Sekunde. Das hier. Ich mache einen Abdruck, indem ich die beiden einzelnen Teile in den Ton drücke. Prima, das hat geklappt. Dann haben wir ja schon Übung. Was einmal geklappt hat? Dann muss nicht zweimal klappen. Okay, die müssen wir jetzt nicht mehr zum Abkühlen bringen, oder? Scheinbar sparen wir uns diesen Schritt. Gute Idee. Ich schütte das Gold in die Form. Okay, jetzt müssen wir abkühlen. Gute alte Methode. Und jetzt... Wir kennen das Prozedere. Ja, das sollte klappen. Yippie, mein eigener Haustürschlüssel. Mein Vater wollte nie, dass ich einen bekomme. Dann hätte er dich nicht mehr einschließen können. Der Schlüssel passte ja auch zu deinem Zimmer. Genial. Schlüsselmeisterin. Können wir jetzt? Ah, ja. Gut, dass wir es aufgeschlossen haben. Damit jetzt jeder durchkommen kann. Sehr schön. Türenöffner. Und hier. Das ist wirklich mein altes Zimmer. Ich habe es endlich geschafft. Jetzt brauche ich nur noch mein Tagebuch. Weißt du noch, wo ich es immer hingetan habe, Harvey? Seltsam. Diese Erinnerung ist immer noch vernebelt. Aber ich glaube, mit all diesen Gegenständen hier dürfte es nicht schwer fallen, ein letztes Mal in die Vergangenheit zu tempomorphen. Oh ja. Oh ja. Wir verstecken das Tagebuch dann einfach irgendwo, wo ich es hier finden kann. Oder wir gucken einfach gleich hinein. Noch besser. Worauf warten wir noch? Los geht's. Na dann, halt dich fest. Hui. Noch einmal in die Vergangenheit.